Apis Core. Der Bau war immer ein komplexer und zeitaufwendiger Prozess. Mit fortschreitenden Technologien könnte sich das aber ändern. Die Errichtung von Neubauten mithilfe des 3D-Drucks ist einer der gefragtesten Prozesse auf dem heutigen Markt. Die Neuheit in dieser Branche ist das Drucken mit einem mobilen Drucker. Der mobile 3D-Drucker Apis Core druckt, während er sich innerhalb des errichteten Gebäudes befindet. Es geht dabei um einen rotierenden Manipulator, der eine Fläche von bis zu 132 Quadratmetern von einem Punkt aus abdecken kann. Das Gerät hat kleine Abmessungen, kann leicht befördert werden und erfordert keine lange Vorbereitung vor dem Baubeginn. Die Installation und Konfiguration dauern nicht länger als eine halbe Stunde. Die Abmessungen des Druckers sind sehr kompakt und betragen 4 x 1,6 x 1,5 Meter. Das innovative Gerät wiegt 2 Tonnen, sodass es möglich ist, eine Standard-Spezialausrüstung für seine Beförderung zu verwenden. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Anzahl der Mitarbeiter, die für Arbeit am Apis Core benötigt werden. 2 geschulte Mitarbeiter können den gesamten Prozess einschließlich der Materialversorgung vollständig steuern. Um das Gebäude zu drucken, wird Faserton verwendet, eine Art Zementbeton, und da das Material dosiert und Schicht für Schicht aufgetragen wird, liegt der Bauschutt beinahe bei Null. Helikopter Tree Trimming. Diese einzigartige Technologie, Bäume mit einem Hubschrauber zu entästen, erscheint fast fantastisch, doch sie wird tatsächlich verwendet. Dafür wird eine spezielle Kreissäge verwendet, die aus Stahlscheiben besteht, die untereinander befestigt sind. Das Gerät wird von einem Dieselmotor angetrieben. Der Pilot des Hubschraubers fliegt über den Bäumen, hebt die Säge in die Luft und bewegt sich in einer geraden Linie, während er die Äste abschneidet. Diese Arbeit erfordert eine hohe Definition und Genauigkeit, da nicht nur der Hubschrauber, sondern auch der Schneidemechanismus gesteuert werden muss. Dieses Verfahren zum Beschneiden von Kronen wird hauptsächlich in der Nähe von Stromleitungen verwendet, um den Kontakt von Zweigen mit Drähten und mögliche Unfälle zu vermeiden. Amazon Prime Air. Amazon begann im Jahr 2016 kleine Einkäufe mit Drohnen an Kunden in Großbritannien zu liefern. Und dies kann als echter Durchbruch beim Einsatz von Drohnen angesehen werden. Momentan liefern Drohnen Einkäufe mit einem Gewicht von bis zu 2,3 Kilogramm und das innerhalb einer halben Stunde. Der fliegende Kurier von Amazon ist eine Drohne mit 8 Propellern und einem Computerkontrollsystem, das in der Mitte und oben auf den Rahmen installiert ist. Die maximale Flughöhe der Drohne beträgt 120 Meter. Die Geschwindigkeit des Fluggeräts erreicht 80 Stundenkilometer, aber das Design und die Eigenschaften verbessern sich weiterhin. Derzeit wird eine aktive Entwicklung von sogenannten Drohnentürmen durchgeführt, von denen aus die Drohnen mit den Bestellungen wegfliegen und dann wieder zurückkehren. Tesla. Die amerikanische Firma, der weltbekannte Hersteller von Elektrofahrzeugen, wurde im Jahr 2003 gegründet und nach dem Elektrotechniker und Physiker Nikola Tesla benannt. Bis heute ist es Tesla gelungen, 4 Modelle von Elektroautos zu produzieren: T Roadster, Modell S, Modell X und Modell 3. Außerdem hat Tesla am 16. November 2017 eine Präsentation des Elektrotraktors Tesla Semi präsentiert, die 2019 gekauft werden kann. Nach der Idee des Entwicklers müssen Elektroautos den Verbrennungsmotor vollständig beseitigen und der Menschheit den Wunsch vermitteln, sich nur auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlassen. Trotz erheblicher Mängel, Kritik und Produktionsausfällen existiert das Unternehmen weiterhin und kündigt neue Modelle von Elektroautos an. Waymo.
Das Unternehmen Waymo, ein Mitglied des Alphabet Holdings, ist auf der Entwicklung von autonomen Fahrtechnologien spezialisiert. Die Waymo Automobilsysteme verwenden die Informationen aus dem Google Street View Dienst, Videokameras, einen am Dach montierten LiDAR-Sensor, Radare am Vorderteil des Fahrzeugs und einen Sensor, der eines der Hinterräder angeschlossen ist, der dabei hilft, die Lage des Fahrzeugs auf der Karte zu bestimmen. Außerdem müssen auch die Geräte zur Erkennung von Blitzleuchten von Einsatzfahrzeugen erwähnt werden. Ende Mai 2014 wurde ein völlig autonomes Auto ohne Lenkrad oder Pedale vorgestellt. Bis heute haben Waymo-Autos mehr als 8 Millionen Kilometer während ihrer Tests und auf öffentlichen Straßen überwunden. Zu den Nachteilen der Drohnen zählen unter anderem die Schwierigkeiten beim Parken, die Erkennung von statischem Müll sowie ihre Unfähigkeit, sich bei starkem Regen und in verschneiten Gelände zu bewegen. Das Unternehmen plant, die Autos bis 2020 fertigzustellen. Qcar Robotics. Als Spezialist auf dem Gebiet der Roboter- und Automatisierungstechnik ist das Unternehmen Qcar Robotics einer der führenden Hersteller von Industrierobotern. Die breite Palette bietet Geräte fast aller Arten von Tragfähigkeit. Die Qcar Industrieroboter helfen, die Qualität der Produkte zu verbessern, reduzieren die Kosten für teure Materialien und den Energieaufwand. Eines der einzigartigen Merkmale dieses Roboters ist sein Austausch mit dem Menschen als Partner und Assistent. Dies ermöglicht es, die smarten Gadgets in kleinen und mittleren Betrieben einzusetzen. Auch die neue Software und die außergewöhnliche Genauigkeit in den Bewegungen der einzelnen Roboter sind erwähnenswert, mit deren Hilfe sie auch feine Detailarbeiten durchführen. iLimp Pulse. Das schottische Unternehmen Touch Bionics ist einer der führenden Entwickler von hochtechnologischen Prothesen und hat als erstes mit der kommerziellen Produktion von bionischen Prothesen der oberen Gliedmaßen begonnen. Zurzeit verwenden weltweit mehr als 1200 Patienten iLimp. Zusätzlich zum bestehenden Modell wurde ein weiteres hinzugefügt, nämlich iLimp Pulse, ein modifiziertes Modell, das laut Hersteller mehr Bewegungen ausführt. Dabei sind einige von denen ziemlich genau, beispielsweise das Zubinden von Schnürsenkeln oder das Schließen des Hosengürtels. iLimp Pulse nutzt eine einzigartige, patentierte Pulstechnologie bei der Bewegung der Finger, sodass die Steuerung der Prothese und die Haftung mit Gegenständen erhöht werden. Wenn die Finger des iLimp Pulse einen Gegenstand nehmen, kann der Benutzer die Pulsfunktion verwenden, was eine stärkere Haftung ermöglicht. Dabei sorgen das Aluminiumgehäuse und die Baubesonderheiten dafür, dass die Prothese ziemlich hart ist. Man sollte auch anmerken, dass das Gerät einen Druck von bis zu 90 kg aushält. Zusätzlich wird eine Bluetooth-Schnittstelle verwendet, die es den Ärzten ermöglicht, Einstellungen für jeden Benutzer individuell auszuwählen. Große Brücke Danyang-Kunshan. Diese erstaunliche Anlage ist Teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke Peking-Shanghai. Die Danyang-Kunshan-Brücke wird als längste Brücke der Welt angesehen. Informationen über die Brücke sind im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt. Die Länge der einzigartigen Konstruktion beträgt 164 Kilometer, aber nur 9 Kilometer der Straße liegen über dem Wasser. Gleichzeitig ist der größte See, den das Viadukt überquert, der Yangcheng-See. Die Brücke befindet sich in Ostchina, zwischen den Städten Nanjing und Shanghai. Der Bau der Brücke begann im Jahr 2008 und trotz der vielen Arbeiten wurde die Brücke 2011 in Betrieb genommen. Mehr als 2000 Menschen waren am Bau beteiligt und es wurden modernste Technologien verwendet. Die Arbeiten wurden gleichzeitig von zwei Seiten ausgeführt. Um die Brücke zu errichten, waren 2,5 Millionen Kubikmeter Beton nötig, sowie 500.000 Tonnen Stahl. Die endgültigen Kosten für die Brücke betragen verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 8,5 bis 10 Milliarden US-Dollar. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie.
und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.